Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen zu den Kauf-Specials. Ich habe mir dieses Mal vorgenommen, dass das die besten Kauf-Specials werden sollen, die ich jemals hochgeladen habe. Das bedeutet, ich habe mich nicht nur mit der ersten Elf beschäftigt, sondern auch mit potenziellen Rückkehrern, wann man diese kaufen sollte etc. Also wirklich auf jeden einzelnen Spieler eingegangen. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Macht mal auf jedem dieser Kauf-Specials die 1500 Likes voll. Würde mich riesig, riesig freuen. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ganz kurz zu den Kauf-Specials. Grün bedeutet Kaufempfehlung. Gelb bedeutet, ja, ist in Ordnung. Rot bedeutet, da würde ich auf jeden Fall von wegbleiben. Und blau bedeutet, einer der besten Spieler, die man aktuell preis-leistungsmäßig in der App kaufen kann. Das war's mit dem Intro und let's go. Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur dritten und letzten Ausgabe der Kauf-Specials. Wir werden uns heute natürlich mit den Mannschaften 6 bis 1 befassen. Das bedeutet, wie ihr schon seht, beginnen wir mit Eintracht Frankfurt und hangeln uns dann nach oben bis zum amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen. Ich habe das Layout ein bisschen geändert, weil jetzt eben die Champions League-Kader kommen. Und bei den Champions League-Kadern ist es ja auch ganz normal, dass da eine Menge Spieler aus der zweiten Reihe zumindest mal genannt werden müssen. Dementsprechend seht ihr hier unter mir die Punkte. Ganz normales Bewertungssystem, blau, grün, gelb, rot. Und ich werde dort auch die Randspieler einsortieren, damit ihr wirklich, ich habe ja gesagt, ich gebe mir hier richtig Mühe bei den Kauf-Specials. Es sollen die besten aller Zeiten sein und da möchte ich natürlich auf jeden einzelnen Spieler am Ende eingegangen sein. Wie gesagt, wenn euch das nicht überzeugt hat, lasst nochmal ein Like auf dem Video da. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier die 1500 Likes voll machen würden. Wir beginnen, wie gesagt, mit der Eintracht aus Frankfurt. Ich werde es bei allen Mannschaften so machen. Ich werde zuerst über die erste Elf reden und dann natürlich nochmal, wie gesagt, so ein bisschen auf die Randspiele eingehen. Wir beginnen, wie gesagt, mit der ersten Elf. Es gibt für mich zwei Spieler, die natürlich komplett rausstechen und das ist die kongeniale Kombination aus Hugo Ekitike und Omar Marmoush. Was die bisher gezeigt haben, hat mich komplett überzeugt. Ich glaube auch, dass die über die Saison extrem geil performen werden. Ich habe auch einen ziemlich coolen Hot Take im Podcast formuliert. Könnt ihr gerne abchecken, Fernschuss Podcast. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu den beiden Männern. Ja, die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Zwei weitere Spieler, die ich auf jeden Fall rausheben möchte, sind Christensen und Theat. Theat einfach bisher komplett überzeugt, ist auch im Vergleich zu dem Robin Koch nochmal 3 Millionen Euro günstiger. Deswegen den würde ich mittlerweile sogar wirklich als Kaufempfehlung bezeichnen. Christensen gefällt mir mit am besten da auf der, nennt es jetzt mal Mittelfeldreihe, auf der rechten Schiene macht er einen richtig guten Job. Und ich glaube, der wird auch über die nächsten Wochen ziemlich geile Punkte sammeln können. Ansonsten bin ich eher kritisch gestimmt, weil die Eintracht jetzt keine ballbesitzdominante Mannschaft sein wird. Die werden im Spielaufbau viel über Theat machen, die werden über Christensen eine Menge aufbauen und nochmal Aktionen im letzten Drittel finden und dann natürlich über Ekitike und Marmoush alles auseinanderreißen. Aber ich glaube irgendwie nicht daran, dass die krasse Rohpunkte machen werden. Deswegen sind mir die Spieler auch einfach ein bisschen zu teuer. Ich würde da jetzt keinen explizit nochmal rausheben. Koch ist mir einfach ein bisschen zu teuer insgesamt. Von Tuta würde ich wegbleiben, weil die Viererkette ja natürlich auch eine absolut realistische Option ist, wenn du mit Chaibi da einen in der Hinterhand hast. Und Kevin Trapp ist und bleibt einer der schlechtesten Torhüter in der App. Ich habe auch schon über fast alles geredet. Chaibi, Modahut und Usun würde ich alle drei rot machen. Ich glaube irgendwie aktuell nicht daran, dass sie eine Chance haben, da in die erste Elf reinzukommen, weil die Dreierkette funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Es komplementiert auch einen Christensen und Nils Nkunku. Nils Nkunku kratzt für mich auch am Grünen, also den kann man sich eventuell mal eintüten, aber ich habe mich nicht ganz getraut, weil er bisher noch nie die überkrassen Punkte gemacht hat. Ja, aber wie gesagt, Chaibi rot, Dahoud glaube ich auch nicht, dass er irgendwie reinrotieren wird und Can Usun, habe ich ehrlicherweise gedacht, kriegt mehr Spielzeit, als er bisher bekommen hat, aber er ist ja noch sehr, sehr jung, es ist seine Rookie-Season, der wird halt noch ein bisschen Zeit brauchen. Die Kauf-Specials werden euch natürlich wie immer präsentiert von meinem Partner Holy. Ihr findet bei Holy die gesündere Alternative zu Energy Drinks, Eistees und Hydration Getränken. Das Geile ist, warum ich Holy auch einfach liebe. In so einem ganzen Shaker ist kaum Zucker drin und dieser ganze Shaker hat nur 5 Kalorien, Freunde. Übertrieben geil. Das Ganze wird dann noch kombiniert mit keinem Bullshit, nur natürlichen Inhaltsstoffen, kaum Zucker, wie gesagt. Und noch dazu habt ihr noch einen kleinen Anteil Vitamine und Spurenelemente mit drin. Ich kann euch Holy nur ans Herz legen. Ihr wisst es mittlerweile. Kuss geht raus für den Support. Über den Link in der Videobeschreibung findet ihr das Ganze mit dem Code KG10, spart ihr wie immer 10%. Jetzt viel Spaß mit den Kauf-Specials. Wir gehen weiter zum BVB und hier gibt es gleich 3 Spieler, die ich 10 von 10 empfehlen würde. Das sind Julian Brandt, das ist Pascal Groß und das ist Niki Süle. Niki Süle ist einfach in Relation zu den anderen so viel günstiger, unter 20 Millionen so einen brutal Ballbesitz und Rohpunkte dominanten Spieler zu bekommen, ist insane.
Pascal Groß ist quasi dasselbe, nur nochmal 5 Millionen Euro teurer. Also auch komplett geil. Und Julian Brandt, ich weiß, viele sind aktuell so ein bisschen am struggeln. Ich glaube aber, dass er so ein bisschen die Galionsfigur vom BVB in der Offensive dieses Jahr sein wird. Also auch mit Champions League-Rotation denke ich, dass er schon super, super viel spielen wird und da nur ganz wenig rausrotieren wird. Deswegen für mich auch blau. Und da gibt es für mich auch kein Wenn und Aber. Ist für mich immer noch einer der geilsten Spieler, die man sich in der App holen kann. Anton für mich eine Kaufempfehlung, Jamie Bynoe-Gittens für mich eine Kaufempfehlung und vielleicht ein bisschen kontrovers, Marcel Sabitzer immer noch, kostet zwar 30 Millionen, aber ich weiß, dass er auf dieser 10er Halbposition nicht so geile Punkte macht wie auf der 8 letztes Jahr, weil er gefühlt 0,0 im Spielaufbau drin ist, weil das single-handedly von Pascal Groß gemacht wird. Ich finde aber trotzdem, dass das ein Spieler ist, der über Scorer kommen kann, der kann auch auf dieser Position, würde es mich nicht wundern, wenn er mal einen Doppelpack aus dem Spiel heraus macht, hat er letztes Jahr auch das ein oder andere Mal gemacht. Also ich finde Sabitzer weiterhin interessant. Er ist ein bisschen teuer, es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich finde ihn trotzdem, wie gesagt, ziemlich cool immer noch. Emre Can wird nie ein geiler Punkter sein und ich sehe immer noch das Potenzial, wenn Serou Guirassy zurück ist, dass dann Sabitzer auf eben diese Position geht, deswegen Emre Can nur gelb. Benze hat jetzt für ein Spiel Relevanz, macht auch bisher einen sehr guten Eindruck, aber ich sehe die Vierer- oder die Dreierkette eigentlich absolut gesetzt, wenn Schlotti zurückkehrt. Jan Couto, ich glaube, er wird jetzt seine Chance bekommen, aber es sieht halt irgendwie nicht danach aus, dass er konstanter Stammspieler sein wird. Deswegen erstmal nur gelb. Ich möchte mir das erstmal anschauen. Wäre jetzt keiner, wo ich All-In gehen würde oder hier eine klare Empfehlung aussprechen würde. Haben wir noch einen vergessen? Maxi Bayer. Ich bleibe dabei. Für mich ist diese Maxi Bayer-Position, um da ein bisschen auszuholen, für mich können dort auch Adeyemi und Malen spielen. Ich würde keinen von diesen drei Spielern kaufen. Zum einen sind es einfach nicht die überkrassen Kickbase-Punkter, weil sie wenig im Spiel mit drin sind. Und zum anderen glaube ich auch einfach, dass da super viel rotiert werden wird. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, Maxi Bayer stellt nicht die Anforderung, konstanter Starter zu sein. Genau dasselbe gilt für Adeyemi und Malen. Wie gesagt, wenn Sabitzer zurückkehrt, wird eine dieser beiden Halbpositionen von einem dieser drei Spieler bekleidet werden. Und ich finde einfach alle drei für den Marktwert in Kickbase nicht interessant. Wir haben noch Riasson, den würde ich rot machen. Der ist mir mit 20 Millionen einfach zu teuer. Und wie gesagt, ich persönlich sehe der Jan Couto ab sofort gesetzt oder halt größtenteils gesetzt. Richtig gesetzt wird er nicht sein, deswegen ist er auch nur gelb. Schlotterbeck würde ich sogar blau machen. Ist für mich einer der geilsten Verteidiger, die man sich in der App holen kann. Hat er bisher, abgesehen von der wilden Aktion gegen Bremen, ziemlich gut überzeugt. Gerade im ersten Spiel 250 Euro-Punkte. Der Mann ist ein Macher und das Geld natürlich auch absolut wert. Deswegen er auf jeden Fall blau. Und Guirassy würde ich mit grün einordnen. Einfach nur, weil er mit 40 Millionen schon ziemlich teuer ist, mache ich ihn nicht blau. Und ich will erstmal gucken, wie er sich zurück einfindet. Aber wie gesagt, gerade in großen Ligen, wenn jetzt die Chance sich ergibt, den mitzunehmen, dann macht es auf jeden Fall es. Lohnt sich. Wir gehen weiter zu RB Leipzig. Gehen natürlich wie immer erstmal auf die erste Elf ein. Es gibt zwei Spieler, die ich 10 von 10 empfehlen würde. Das sind Benni Šeško und Xavi Simons. Xavi ist einfach 10 von 10 Kickbase-Spieler und Benni Šeško ist in Relation zum Beispiel zu einem Lois Openda halt noch ziemlich günstig, weswegen ich den blau mache und Lois Openda nur grün. Lois Openda kostet immer noch 46 Millionen in Kickbase. Mir persönlich ist das einfach zu teuer, dass ich ihn hier blau machen könnte. Er wird seine Punkte machen, er hat auch bisher einen guten Eindruck gemacht, aber wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen kritisch bezüglich des Marktwertes. David Raum ist auch eigentlich ein übelst geiler Spieler, aber auch schon ziemlich teuer mit 30 Millionen, deswegen nur grün. Castilla, also Lukeba, unter 20 Millionen, super Innenverteidiger, auch eine Kaufempfehlung. Und ansonsten sehe ich das ziemlich kritisch. Zum einen mit Hinblick auf die anstehende Rotation, wenn die Champions League Wochen kommen und zum anderen, weil die Punkte eh nicht so überkrass sind. Also Bichabu wird für Orban rausrotieren. Wie gesagt, wir gehen auf die Randspieler gleich ein oder die reinkommen. Klostermann wird auch rausrotieren, weil ich perspektivisch gesehen eine Viererkette sehe. Die beiden Achterpositionen, ich sehe Haidara zwar gesetzt in Anführungszeichen, aber das kostet auch schon über 20 Millionen, ist jetzt auch kein überkrasser Punkter, deswegen nur gelb. Kampel wird super viel rotieren mit einem Vermehren, mit einem Seiwald. Und Benny Henrichs sehe ich einfach großes Rotationspotenzial mit Gerd Rueda, auf den wir gleich eingehen. Deswegen ist für mich jetzt der perfekte Zeitpunkt, Benny Henrichs für was anderes einzutauschen. Gerd Rueda habe ich auch schon drüber geredet, ist für mich aber auch rot, weil ich auch keine 20 Millionen bezahle, wenn ich den mit Benny Henrichs eigentlich in einem 50-50-Duell sehe. Das Einzige, was die beiden unglaublich geil machen können, aber das weiß ich einfach nicht, ob das gespielt werden kann, wenn Henrichs weiter in die Schiene bespielt und Gerd Rueda für Klostermann reinkommt. Ich kenne Gerd Rueda zu wenig, um zu wissen, ob er auf einer lateralen IV-Position spielen kann. Dann wären beide wahrscheinlich sogar grün, weil die übelst geiles Punktepotenzial hätten. Ich sehe es aber irgendwie nicht. Ich sehe da eher die Viererkette. Das bedeutet, Willi Orban kehrt zurück, der für mich auch blau ist, weil unter 20 Millionen ist das Beste, was hätte passieren können. Wenn ich ihn jetzt eintüten kann, ist der richtig geil für den Preis. Ich glaube, er wird mit Lukeba zusammen diese IV-Position spielen. David Raum und dann entweder Gerd Rueda oder Henrichs diese Rechtsverteidigerposition. Und dann kommt Nusa
Baumgartner oder Elmas auf eine der beiden Halbpositionen nach vorne rein oder Vermeeren kommt rein und Haidara schiebt einen nach vorne. Das sind so die Optionen, die ich da aktuell sehe. Ist aber einfach zu viel, was da abgeht, dass ich da irgendwas empfehlen würde. Deswegen Baumi, Elmas und Nusa, wenn ich es nicht schon gesagt habe, alle drei für mich rot. Nusa ist mir einfach viel zu teuer mit 20 Millionen. Und genau dasselbe gilt für Vermeeren und Seiwald. Die finde ich einfach auch nicht interessant aufgrund der Rotation. Wir kommen zum FC Bayern. Da haben wir natürlich eine Menge Leute, über die wir reden müssen. Wir fangen natürlich mit der aktuell ersten Elf an. Die sehe ich auch so wie Liga Insider, auch wenn es ein sehr, sehr wildes System ist, wo natürlich noch viel geswitcht werden wird. Gnabry, Kimmich, Olise, Kane, Musiala, muss ich euch nicht viel erzählen. Alle fünf 10 von 10 Spieler. Ich würde sogar alle drei Verteidiger empfehlen. Also ich finde, Guerrero, Minjay und Upamecano sind für den Preis, den sie aktuell kosten und weil ich sie einfach aktuell gesetzt sehe, eigentlich sogar viel zu günstig. Für Blau tue ich mir da noch ein bisschen schwer. Den einzigen, den man hätte blau machen können, wäre vielleicht Upamecano, weil ich den halt am gesetztesten sehe. Hat aber bisher für mich punktemäßig auch noch nicht so krass rausgestochen, da ich sage, das ist ein 10 von 10 Spieler. Aber trotzdem kann man alle drei auf jeden Fall machen und würde ich alle drei auf jeden Fall empfehlen. Neuer ist einfach wie immer viel zu teuer. Ist bei allen großen Torhütern so. Es macht keinen Sinn. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum die so teuer in der App sind. Leute müssen die ja kaufen, sonst hätten sie den Marktwert nicht. Matthijs Tell, übelste Rotationsposition. Da würde ich generell komplett von wegbleiben. Sei es ein Matthijs Tell, sei es ein Kingsley Coman. Würde ich die Finger von wegbehalten. Pavlovic, nur gelb. Ich sehe ihn zwar tatsächlich vor Palinha, was irgendwie absurd ist, aber ja, würde ich nicht empfehlen. Palinha kann ich aber auch direkt sagen, ist für mich rot, weil ich Pavlovic einfach den Tacken vorne sehe und er einfach mit 30 Millionen viel zu teuer ist. So, wie gesagt, wir haben natürlich eine Menge Spieler, die wir noch nennen müssen. Fonzie Davis sehe ich einfach aktuell außen vor, deswegen rot für über 20 Millionen. Bowie muss ich gelb machen, weil er einfach mit der günstigste ist, der Potenzial auf einen Startelfplatz hat mit 12 Millionen, also den wenigstens gelb. Aber ich habe ihn jetzt zum Beispiel in meiner Homie-Liga auch abgegeben, also ich believe da ehrlicherweise auch nicht mehr so wirklich dran, aber für den Preis muss ich ihn gelb machen. Coman, wie gesagt, auch rot, Goretzka, Leimer, beide rot. Palinha rot und Sané würde ich gelb machen. In sehr großen Ligen ist es eigentlich ein sehr geiler Spieler, auf den man gehen kann. Gerade in kleineren Ligen, wenn noch anderes Potenzial da ist, würde ich, glaube ich, tendenziell erstmal auf andere Spieler gehen. Ich habe auch im Podcast, im Livestream am Freitag drüber geredet, dass in vielen Ligen jetzt noch so Leute wie ein Orban, wie ein Schlotterbeck, ein Tabsoba, ein Karp hier draufkommen. Ich glaube, ich würde einfach auf Nummer sicher gehen, einen von denen eintüten, bevor ich mich auf Sané verlasse, mit der Hinsicht, dass der vielleicht noch 4-5 Wochen brauchen könnte. Wir gehen weiter zur vorletzten Mannschaft und das ist der VfB aus Stuttgart. Ich habe mir hier sehr schwer getan, sehr, sehr schwer getan, denn zum einen war der Saisonstart nicht der beste. Beste Grüße auch an Kleder. Den habe ich auch nochmal nach seinem Feedback gefragt. Mein kleiner Stuttgart-Insider hier. Ja, ich tue mir da einfach sehr, sehr schwer. Die sind alle unglaublich teuer und haben bisher noch nicht so abgeliefert. Natürlich leiden sie in Anführungszeichen darunter, dass sie letztes Jahr eine überkrasse Saison gespielt haben. Man sich einfach nicht sicher sein kann, wie gut sie dieses Jahr performen werden. Deswegen gibt es eigentlich für mich nur drei Spieler, die ich wirklich bedenkenfrei empfehlen würde. Und kein einziger Spieler ist am Ende blau geworden, was wirklich krass ist. Ich würde Undav, Stiller und Mittelstädt alle drei bedenkenfrei kaufen, weil es einfach die drei besten Spieler beim VfB sind. Unabhängig davon, wie gut sie spielen werden, ich glaube, die sind einfach ihr Geld wert und werden auf ihre Punkte kommen. Warum ist zum Beispiel ein Führig nur gelb? Ich glaube, durch die anstehende Rotation wird er jemand sein, der unglaublich oft ausgewechselt wird zur 60. Das würde er ja eh schon. Oder sogar mal auf der Bank sitzt. Ja, weil er dann in der Champions League eingesetzt wird. Also darauf muss man sich einstellen. Der VfB hat einen breiten Kader, aber halt jetzt nicht den überkrass qualitativen Kader, weswegen die Positionen eigentlich besetzt sein sollten. Ich tue mir da einfach wahnsinnig schwer, knappe 30 Millionen für einen Führig, für einen Demirovic, für einen Mio zu zahlen. Das ist mir einfach zu teuer. Ein Carazor auch über 20 Millionen ist mir zu teuer. Ein Chabot ist mir leicht zu teuer. Ein Chase wird rausrotieren, sobald ein Rouault zurückkommt. Ein Wagnermann hat bisher noch nie das geile Punktepotenzial abgeliefert. Ein Nübel finde ich in Ordnung, aber auch tendenziell eher was für größere Ligen. Aber ja, die Marktwerte sind für mich einfach aktuell bei wenigen Spielern adäquat für das, was sie leisten können. Den einzigen, den ich wirklich in jeder Liga kaufen würde, wäre Dennis Undav. Selbst bei Stiller und Mittelstädt würde ich mir Gedanken machen, ob ich die mitnehmen würde, weil sie einfach alle, wie gesagt, schweineteuer sind und bisher noch nicht so die Leistung abgerufen haben. Wir gehen noch ein bisschen auf die Bankspiele ein, beziehungsweise in dem Fall würde ich fast alles an Bankspielern rot machen. Sei es ein El Bilal Touré oder ein You Name It, keine Ahnung. Auch ein Jamie Leveling. Leveling hat zwar bisher echt tatsächlich ziemlich gut gespielt und ich will das auch nicht runterbuttern hier an der Stelle, aber ich glaube, wie gesagt, da wird so dermaßen viel rotiert werden, dass sich das am Ende einfach nicht lohnt, auf einen dieser Spieler zu gehen, weswegen ich da komplett von weg bleibe. Zwei Spieler oder drei Spieler, die ich noch so ein bisschen reinheben möchte, sind zum einen Nick Woltemade.
für 3,3 Millionen. Der hat mir bisher eigentlich sehr gut gefallen und ich würde echt sagen, dass das jemand ist für den Preis. Gerade in größeren Ligen wäre das jemand, den man sich mal gerne auf die Bank packen kann. Ich glaube, dass der auch einen ziemlich coolen Impact haben kann, wenn dann ein Demirovic zum Beispiel in der Champions League spielt und ein Woltemade dann am Wochenende ran darf. Für 3,3 Millionen, das ist eigentlich ein Steal. Deswegen, Nick Woltemade möchte ich euch auf jeden Fall an die Wacke klatschen und Dan Exagadu und sowie als Anthony Roo oder sowohl auch als Anthony Roo. Roo sowieso. Roo finde ich richtig cool, also den würde ich sogar grün machen. Sobald er wieder fit ist, denke ich, dass er für Chase spielen wird. Also wenn er jetzt innerhalb der nächsten Woche bei euch draufkommt, auf jeden Fall zuschlagen. Ich glaube auch, dass der ein sehr, sehr geiles Punktepotenzial mit sich bringt. Habe ich auch schon vor der Saison gesagt, bevor er sich die Schulter luxieren musste. Und Dan Ex hat jetzt im Testspiel auch wieder gestartet. Ich glaube trotzdem, dass noch die ein oder andere Woche vergehen muss, bis der wieder Bundesliga-ready ist. Aber den sollte man auf jeden Fall auch mal im Hinterkopf behalten. Der dürfte nämlich dann auch bald wieder bei 100% sein. Und wir wissen alle, die letztes Jahr Kickbase gespielt haben, was Dan Ex für ein geiler Punkt in Kickbase sein kann. Wir kommen zur letzten Mannschaft und das ist natürlich der amtierende Meister Bayer 04 Leverkusen. Es gibt erstmal vier Spieler, die ich bedenkenfrei rausheben möchte und das ist logischerweise einfach die Achse, die immer spielt. Jonathan Tah, Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo und Florian Wirtz, das sind die vier besten Spieler, die man vielleicht gefühlt eine App kaufen kann. Übertrieben gesagt, aber bei Leverkusen auf jeden Fall. Xhaka, Grimaldo, Wirtz werden, sind und bleiben die besten Spieler, die man generell in der App kaufen kann. Auch ein Jonathan Tah ist ein sehr, 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 sehr geiler Spieler. Deswegen alle vier ganz, ganz klare Kiste blau. Kaufempfehlungen, Jeremy Frimpong, Tapsoba, Hinkapie, Boniface, Radetzky. Radetzky außen vor, aber ich finde den für 17 Millionen eigentlich mittlerweile sogar fast günstig. Also den kann man sich auf jeden Fall mal eintüten, gerade wenn man ein Torwartproblem hat. Ich glaube, Frimpong, Tapsoba, Hinkapie sind natürlich First Choice, definitiv. Werden aber trotzdem auch hier, wenn die Champions League Wochen kommen, Freunde, ich betone das nicht ohne Grund. Ihr werdet alle meine Worte denken, wenn diese Wochen kommen und man jede Woche sich furchtbar darüber aufregt, dass völlig random sein Starspieler nicht spielt, weil das wird passieren, da könnt ihr euch drauf einstellen. Ich sehe die, wie gesagt, alle drei First Choice gesetzt, aber auch ein Victor Boniface. Glaube aber einfach, in diesen Wochen wird da viel rotiert werden, was ja auch ganz normal ist. Das gehört zum Fußball dazu. Deswegen sind die vier mir aber für mich nur grün und nicht eben blau. Boniface habe ich überlegt, ihn blau zu machen. Ich finde trotzdem, dass das ein Top-3-Stürmer in der App ist mit Kane und wahrscheinlich, keine Ahnung, Girassi zusammen oder Openda, keine Ahnung, ist wurscht. Ist auf jeden Fall ein übelst geil. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte keinen Stürmer lieber, als außer Kane natürlich, als Victor Boniface. Also die Leute, die mir da in den Chat schreiben oder in die Kommentare, soll ich Boniface abgeben? Freunde, der hat fast ein 100er Average ohne Torbeteiligung. Was passiert denn wieder, wenn der Kisten macht? Also ich würde mir da gar keinen Stress machen. Boniface ist absolut geil. Die einzigen beiden Positionen, wo ich grundlegend von wegbleiben würde, sind die zweite Mittelfeldposition, die Achterposition neben Granit Xhaka, weil dort einfach mit Palacios und mit Alex Garcia und mit Robert Andrich zu viel Rotationspotenzial ist, würde ich einfach von allen wegbleiben, kann ich direkt sagen. Alex Garcia, Palacios, Andrich. Palacios der einzige, wo man sagen kann, ey, den kann man vielleicht noch gelb machen, ich mache ihn auch gelb. Ja, aber die anderen beiden würde ich schon von wegbleiben. Also Alex Garcia und Andrich würde ich die Finger von weghalten. Und genau dasselbe gilt für die zweite Halbposition. Also Adli, Hofmann, wie kannst du noch reinschmeißen? Terrier, Teller, das sind alle Spieler, ja, die werden ihre Einsatzzeiten bekommen. Ich würde mich aber nicht drauf verlassen. Deswegen würde ich die alle rot machen und da generell die Finger von weglassen. Da gibt es für mich auch keine Ausnahme, weil es keine Tendenz gibt. Alonso sieht die alle relativ gleichwertig an, was auch fair ist. Sind es alle einfach das Geld in meiner Welt nicht wert. Kommen wir noch zu der Verteidigung, da werden auch viele Fragen. Belosian würde ich auch rot machen. Außer gilt für die anderen Backup-Verteidiger. Ich blende euch die einfach alle ein. Die sind sowieso für mich dann nicht interessant. Jemand, über den ich noch reden will, ist Nordi Mukiele. Die Leute haben direkt gedacht, der spielt Start. Ey, Freunde, das ist ein reiner Rotationsspieler. Sag ich euch, wie es ist. Also der wird weder für Tapsoba noch für Jeremy Frimpong reinkommen. Der wird für beide mit Sicherheit mal reinrotieren, wenn Champions League-Wochen sind. Aber gesetzt sind ganz klar Tapsoba und Frimpong. Deswegen Nordi Mukiele für 20 Millionen auch definitiv rot am Ende. Und das sind die Kauf-Specials gewesen, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann am Dienstag wieder zu den Kaufempfehlungen für die nächsten Wochen. Mittwoch zur Tierlist, Donnerstag zur Preview, Freitag im Livestream etc. Was ihr gerne noch abchecken könnt, ist mein Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich werde nämlich die Woche hier auf jeden Fall das ein oder andere Mal auch streamen, einfach weil ich Zeit, Lust und Laune habe. Gerne abchecken. Da wird es kein Kickbase-Stuff geben. Ihr könnt natürlich trotzdem Kickbase-Fragen stellen. Aber die Kickbase-Fragen-Streams gibt es immer Freitag. 16 Uhr könnt ihr euch auch schön hinter die Ohren schreiben. Das war's von mir, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut da rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.